Momentan sehe ich wieder überall Leute, die im Müll nach Flaschen suchen. Und zum einen finde ich es total schockierend, dass es so viele Menschen bei uns gibt, die Flaschen sammeln müssen. Zum Überleben reichen ein paar Euro, etwas zum Trinken, was zum Essen. Auf der anderen Seite habe ich auch krassen Respekt davor, dass Leute das machen, weil ich glaube, das ist super hart verdientes Geld. Oh, es wird immer schwerer. Oh. Und deshalb will ich das auch mal ausprobieren. Ein Tag als Flaschensammler. Ich will wissen, was kommt da wirklich bei rum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 8 Cent. 48 Cent. Und wie anstrengend und eklig ist diese Arbeit? Oh Gott. Außerdem möchte ich wissen, wie reagieren die Leute auf mich als Flaschensammler? Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil dann auch die Verkäuferin gesagt hat, ja, du kommst aber heute nicht noch mal, oder? Aber vor allem interessieren mich echte Geschichten. Also wie geht es Menschen, die wirklich Flaschen sammeln müssen? Weil nur weil ich das einmal ausprobiere, kann ich das ja nicht beurteilen. Es gibt welche, die haben eine Dose, trinken sie aus, legen sie am Boden, treten drauf. Brauchst du die noch? Deshalb habe ich mich hier mit Maria verabredet. Maria ist obdachlos und lebt vom Flaschensammeln. Und ich hoffe, dass sie hier auftaucht. Wir haben lange nach einer Person gesucht, die mit uns drehen will, und schließlich Maria gefunden. Die Kommunikation mit ihr war aber nicht ganz easy, denn logisch, ohne Wohnung und Steckdose ist Marias Handyakku öfters mal leer. Da ist sie. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hi. Hi. Sollen wir die Kamera erstmal, ist dir das noch unangenehm? Sollen wir die erstmal ausmachen? Ja, momentan schon. Okay, dann machen wir noch mal kurz aus. Schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig, dass das geklappt hat. Ja, ich auch. Maria musste Mitte 2020 raus aus ihrer Wohnung. Kündigung wegen Eigenbedarf. Seitdem lebt sie auf der Straße. Mit der Corona-Pandemie hat die gelernte Köchin dann auch noch ihren Job verloren. Maria möchte nicht sofort von allen erkannt werden, deswegen trägt sie ein Cap. Das heißt, du hast keine anderen Einnahmen, du bekommst von nirgendwo Geld? Ich sehe nicht ein, dass andere für mich aufkommen müssen. Solange ich keinen neuen Job habe, lebe ich jetzt vom Flaschensammeln, dass keine anderen für mich irgendwas zahlen müssen. Du dürftest ja zum Amt gehen. Normal könnte ich zum Amt gehen, einen Antrag stellen, es würde mir Grundsicherung zustellen. Genau. Machst du nicht? Mache ich nicht. Zum Überleben reichen ein paar Euro, etwas zum Trinken, was zum Essen. Was sind für dich ein paar Euro, 5 Euro, 8 Euro? So um den Dreh, ja. Wie reagieren Menschen auf dich, wenn du jetzt hier nach Flaschen sammelst? Was sind da so die typische Reaktionen? Die einen geben einem die Flasche freiwillig, oder die geben sie einem sogar in die Hand. Ja, aber so gehört sich das doch eigentlich, oder? Es kommt auch davor, dass manche sogar nachlaufen, ey, die Dose ist. Ja. Es gibt aber auch welche, die werfen dir die Flasche vor die Füße, dass sie zerbricht. Also richtig gehässig eigentlich. Ja, es gibt welche, die haben eine Dose, trinken sie aus, legen sie am Boden, treten drauf. Brauchst du die noch? Für die bist du, nichts wert. Das ist krass, also. Am Anfang habe ich mich aufgeregt, wenn jemand vor mir ausgespuckt hat. Inzwischen denke ich mir, du armer Knülch. Ich bin deswegen auch ein Mensch mit Herz und Hirn und Verstand. Bloß weil ich jetzt in der Situation bin, muss man mich nicht runtermachen. Dass PfandsammlerInnen nicht immer freundlich behandelt werden, merke ich später auch noch selbst. Wie lange sammelst du pro Tag? Normal schaue ich halt, dass es so um 4:30, 5:30. Ich fange halt früh morgens an, dann nehme ich das mit, was die Nachtschwärmer stehen lassen. Ja. Dann am späten Vormittag ist für mich so ungefähr Feierabend. Mhm. Dann irgendwo essen, Nachmittag genießen. Nachmittags sind ja in die Parks die Omas, die Kinder. Mhm. Da will ich nicht stören. Und ich gehe dann abends noch mal eine Runde, okay. So am späten Nachmittag, so 5:30, 6:00. Das kann aber bis in die Nacht dann reingehen. Also zwei Schichten quasi. Das ist jedenfalls nicht die ideale Zeit für den Meini, das sehe ich schon. Aber okay, danke für diesen Tipp. Wenn es mal richtig gut läuft, wie viel hast du dann hinterher in der Tasche? 20. 20 Euro. 25. Kommen schon zusammen dann. Aber das kommt ja nicht jeden Tag vor. Und ich versuche halt immer einen Teil auf der Seite zu tun. Weil wenn Regentage sind, muss man froh sein, wenn man 2, 3, 4, 5 Euro zusammenbringt. Der schlimmste Tag war, da war es noch ein bisschen Schnee. Da bin ich 6, 7 Stunden gelaufen und habe 3 Flaschen gefunden. 3 Flaschen in 7 Stunden? So kann es auch gehen. Hast du so deine Orte, wo du sagst, na, da finde ich immer am meisten? Es sind eigentlich Parks, die Isar, Englischer Garten. Man darf nicht überall sammeln. Bahnhöfe, Bahngelände ist Bahneigentum, ja. Da gibt's Ärger. Man kann halt auch nicht immer, weil es gibt gewisse so Art Reviere, ja. Wo Flaschensammler sind, die schon 10, 15 Jahre das machen.
Und da darf man dann nicht reinkommen. Da gibt's dann Ärger. Die sagen dann, hey, Finger weg, das sind meine Flaschen. Mal sehen, wie die anderen SammlerInnen auf mich reagieren werden. Bevor ich meinen Selbstversuch aber starte, darf ich Maria noch ein bisschen begleiten. Das Wichtigste. Ah, du hast Handschuhe. Nie ohne. Man weiß nie, was in den Tonnen hinterlassen worden ist. Dahinter. Umfallen sollten wir nicht. Meine erste Flasche, quasi. Ja, aber, perfekt. Nee, aber du hast da jetzt ja schon recht tief drin rumgewühlt, muss ich sagen. Also, da musst du, ich habe bloß die auf die Seite genommen. Diese Tüte da? Das war alles. Weil so richtig rumwühlen. Möchtest du auch nicht, ja, verstehe ich. Da gehe ich lieber eine Stunde länger. Ja. Was ich noch nicht ahne, ich werde bei meinem Selbstversuch so richtig tief im Müll wühlen. Sorry, ich kann es nicht lassen. Ja, Maria räumt auf. Tut mir leid. Ich ärgere mich halt über den Müll, der rumliegt, aber den fremden Müll, den räume ich nicht weg. Ich kann es nicht lassen. Mein schlechtes Gewissen wird immer schlimmer. Nur Hundekackebeutel, das ist ja auch schön. Maria, vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein durfte, dass wir was mitbekommen haben. Ich starte jetzt mal meinen Selbstversuch. 2 komplette Schichten, Frühschicht und Spätschicht. Und dann sehen wir uns wieder. Am Ende soll nämlich Maria den Erlös meiner gesammelten Pfandflaschen bekommen. Deswegen hoffe ich auf eine gute Ausbeute und bin auch richtig früh aufgestanden. Das Wetter war gestern Abend leider nur so mittel, also keine optimale Voraussetzung für viel Leergut. Es ist noch nicht mal 5 Uhr morgens. Hier geht's in München in den Englischen Garten und jetzt starte ich meine Frühschicht als Flaschensammler. Ich habe ja viele Tipps von Maria bekommen, deswegen bin ich ausgerüstet. Stabile Tüte, falls es richtig gut läuft. Extra Beutel, vielleicht ein bisschen sehr optimistisch. Und ganz wichtig, Handschuhe, Taschenlampe. Dann kann es jetzt tatsächlich losgehen. Es ist 4.53 Uhr. Jetzt brauche ich nur noch quasi Glück. Suchglück. Ja, kaputt. Aha. Ja, ja. Ich wollte jetzt gerade jubeln, aber ich glaube, bei den Mülleimern geht's gar nicht. Da unten an die Flasche komme ich nicht ran. Die ist zu weit weg. Der Mülleimer ist abgeschlossen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Alle Mülleimer sind hier abgeschlossen. Und das ist, man kann da überhaupt nicht reingreifen. Den Auftrag habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich bin ja auch ganz alleine. Es ist ja niemand da. Keine Konkurrenz. Aber es ist auch keine Flasche da. So, Leute, hier auf dieser Riesenwiese, ne, da ist immer was los. So aufgeräumt, schön und ordentlich. Das ist ja wunderbar. Das gibt's gar nicht. So sieht's hier nie aus. Das ist ein schöner Mülleimer. Der ist gut. Ah! Ah, wir gehen jetzt zu jeder von diesen Boxen. Gerade war ich frustriert, jetzt geht's bergauf. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine Sache. Aber was soll man machen? Oh Gott, das ist alt. Gregor, möchtest du einen Schluck? Nee, danke. Ich gebe einen aus. Da ist noch viel mehr drin, aber liegt nicht günstig. Oh. Die Handschuhe haben sich jetzt schon bewährt. Aber ich finde, ich hätte jetzt hier für meinen Aufwand eine Dose verdient. Aber nein, eine Dose ist nicht drin. Okay, gut. Aber immerhin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 8 Cent. 48 Cent. Naja. Die sind gut. Spannung. Eine Dose. Mehrere Dosen. Oh, das ist halt so. Hoffentlich ist das überhaupt eine deutsche Dose. Genau, das ist nämlich eine Dose aus der Schweiz. Zu früh gefreut. Die bringt keinen Pfand. Italienisch. Gibt's doch nicht, sag mal. Okay, das hätte ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Was ich völlig unterschätzt habe, sind die Distanzen. Das Gelatsche wird mich noch an meine Grenzen bringen. Oh, das war ein weiter Weg jetzt bis zu dem Container, wenn sich das nicht gelohnt hat. Da ist noch einer. Oh, fruchtiger Wein. Also, es wird einem ja wieder bewusst, wie absurd dieses ganze System ist. Jede Flasche ist anders und du weißt nicht. Und ich habe so das Gefühl, Wein hat ja keinen Pfand. Aber wie viel Pfand ist denn nun konkret auf welcher Flasche?
Spoiler: Das deutsche Pfandsystem ist mega kompliziert und teilweise gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene eindeutige Kennzeichnung. Für meinen Selbstversuch sollte ich wissen: Auf Einwegflaschen und Dosen mit diesem Logo sind grundsätzlich 25 Cent Pfand. Auf Mehrwegflaschen sind in der Regel entweder 8 oder 15 Cent Pfand. Man kann sie an diesen beiden Zeichen erkennen oder an der Aufschrift: Leihflasche, Pfandflasche, Mehrweg oder Mehrwegflasche. Es gibt aber auch Getränke, die von der Einwegpfandpflicht befreit sind. Das sind unter anderem Fruchtsäfte, Molkereiprodukte, Wein und Spirituosen. Auf einer Prosecco-Dose ist zum Beispiel kein Pfand, auf einer Bierdose hingegen 25 Cent. Puh. Wenn ihr noch genauer wissen wollt, auf welcher Flasche wie viel Pfand ist, dann schaut bei Puls Reportage auf Instagram vorbei. Und das ist jetzt riskant. Da komme ich nicht dran. Also das macht keinen Spaß. Leute, das macht keinen Spaß. Wenn man aus Versehen wieder durch die Nase einatmet, dann mufft es doch ganz schön. Wird jetzt schon schwer. Ach, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber ich laufe da mal hoch. Naja. Ah, jetzt hätte ich fast meine Tüte mitnehmen müssen. Ja. Gar nicht so ohne. Schaut euch das mal an. Also, ich meine, ich bin ja wirklich kein Morgenmensch, wie ihr wisst. Aber das ist jetzt mal ganz kurz schön. Wir können jetzt auch mal kurz 30 Sekunden Pause machen und sagen, ach ja, sehe ich sonst nie. Da liegen noch mehr. Deswegen muss ich jetzt hier meinen zweiten Beutel aufmachen. Für solche Fälle bin ich ja ausgerüstet. Oh, was sehe ich da? Meine erste Dose mit Pfand. Das sind 25 Cent. Das ist die erste Dose, also die erste Dose mit Pfand, die ich hier finde. Was ist das? 25 Cent. Also, glaube ich. Mein plötzliches Pfandglück hat aber auch Schattenseiten. Ja, also ich bin ja froh, dass ich jetzt schon so viel zusammen habe, aber es ist wirklich schwer. Also ich glaube, ich werde, sobald die Supermärkte aufmachen, muss ich das erstmal wegnehmen. Hier, willst du mal Mila? Also nicht, dass jetzt hier die Leute, Mila ist neutral. Hier oben. Okay. Und man muss wissen, Mila ist sehr stark. Und trotzdem, ist schon was, oder? Das sind bestimmt 7 Kilo. Nein, noch viel mehr. Wir haben hinterher nachgerechnet. Beide Tüten zusammen wiegen mehr als 20 Kilogramm. Man entwickelt wirklich ein Auge dafür. Ich glaube, vor einer guten Stunde hätte ich so eine Flasche, die so tief da im Busch liegt, nicht gesehen. Da muss man auf die Nacktschnecken immer aufpassen. Ey, das ist, Leute, krass. Diese Nacktschnecken sind alles Alkoholiker. Guck mal hier in diesen... Das tut mir jetzt ja richtig leid, in diesen Flaschenhals rein, aber die gehen wirklich in diese Flasche und saufen Bier. Schlaf deinen Rausch aus. So, jetzt ist sie raus. Das ist ja eine ganze Kolonie, die da raus. Das war eine richtige Party, die gefeiert haben. Die sind alle tot, ne? Die sind alle ersoffen. Am Bier gestorben. Kurze Schweigesekunde für die Nacktschnecken. Während ich trauere, kämpft das Team gegen den Würgereiz. Oh, es wird immer schwerer. Ich bin jetzt schon heute hier laut App 8200 Schritte gelaufen. Das sind 5,9 Kilometer. Und es ist 6.34 Uhr. Mal gucken, ob ich das durchhalte heute den ganzen Tag. Ja, also jetzt ist auch wirklich Schluss. Also mehr geht nicht. Und damit schleppe ich mich zum nächsten Supermarkt. Also, ich will dich jetzt vorwarnen. Es kann passieren, dass du da möglicherweise deine Flaschen gar nicht abgeben darfst. Also, den Tweet habe ich neulich gesehen. Flaschen, Leergut und große Mengen Flaschensammler werden bei uns nicht mehr akzeptiert und an der Kasse nicht vergütet. Auch das noch.
Ach so, die Kamera bleibt mal hier, ne? Weil wir wollen ja nicht da mit Kamera und so, sondern als normaler Flaschensammler. Das war ja ein Scheiß. Also ich habe 50 Cent. Also dieser Pfandautomat da drin ist so super empfindlich und sagt immer, ja, ich erkenne den Barcode nicht. Ja klar, bei diesen Flaschen ist ja auch oft gar kein Etikett mehr dran und man sieht keinen Barcode mehr. Ich konnte jetzt 2 Dosen abgeben und den Rest hat der Automat im Prinzip nicht genommen. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil dann auch die Verkäuferin gesagt hat, ja, du kommst aber heute nicht nochmal, oder? Das war schon ziemlich deutlich. Ich finde es eigentlich krass und ist ja auch irgendwie so ein bisschen unverschämt, weil man ist sofort ganz eindeutig kein Kunde, also nicht mal Kunde zweiter Klasse, sondern du bist eigentlich unerwünscht. Also menschlich fand ich das schon krass, aber tatsächlich mehr ärgert mich, dass ich das jetzt nicht abgeben kann. Also das ist jetzt mein Problem. Aber wie ist das eigentlich geregelt? Dürfen Supermärkte mich einfach abweisen und meine Pfandflaschen nicht zurücknehmen? Beim Einwegpfand kommt es auf die Ladengröße an. Geschäfte mit einer Ladenfläche von weniger als 200 Quadratmeter müssen nur die Einwegflaschen und Dosen von Marken zurücknehmen, die sie selbst auch verkaufen. Größere Läden müssen alle Einwegpfandflaschen und Dosen zurücknehmen, wenn sie Pfandflaschen und Dosen aus dem gleichen Material verkaufen. Mehrwegflaschen können in der Regel dort zurückgegeben werden, wo sie auch angeboten werden. Somit sind nur die Läden verpflichtet, die Mehrwegflaschen zurückzunehmen, die diese auch regulär im Sortiment haben. So, hätten wir das geklärt. Ich werde jetzt ein paar Stationen mit der U-Bahn fahren, einfach ein bisschen raus aus der Innenstadt zu einem größeren Supermarkt, wo ich hoffe, dass ich das problemlos abgeben kann. U-Bahnfahrt. Und auch die U-Bahnfahrt wird für Flaschensammler Meini anders sein. Unangenehm. Also jetzt irgendwie in der U-Bahn, es ist irgendwie kurz nach 8, alle Leute fahren zur Arbeit und das Zeug ist... Könnt ihr euch jetzt nicht so vorstellen, das stinkt wirklich. So, und jetzt gehe ich in einen größeren Supermarkt, den kenne ich. Da kaufe ich auch ab und zu mal normal ein. Sonst sind die immer sehr nett. Und ich kann auch sonst immer alle Flaschen dort abgeben. Mehr als ich dachte auf jeden Fall. 5,02 €. Ja? Deswegen war das auch so schwer. Fast alles in Glasflaschen. Also da wisst ihr mal, was ich getragen habe. Hier, da ist die Kohle und da habe ich ja noch die 50 Cent von vorhin. Macht also 5,52 €. Verdient in den ersten 3 Stunden. Ich muss jetzt irgendwie mal gucken, dass ich weitermache. Vielleicht erst mal diese Stinketasche auswaschen. Das ist wirklich richtig eklig. Das ist also natürlich so Bierschlonz-Siff. Und ich fürchte, das ist so ein bisschen... Das sind Leichenteile von Nacktschnecken. Feucht durchwischen. Ja, die Tüte ist unerträglich, wirklich. Also das tut mir auch echt leid. Ich habe es jetzt aber schon so ausgeputzt, wie ich das jetzt hier halt nur konnte. Das ist mir jetzt schon sehr unangenehm. Aber es wird noch unangenehmer. Ich fahre nämlich zurück in die Innenstadt und da sind sehr viel mehr Leute unterwegs als bisher. Ich fühle mich beobachtet. Und wie von Maria prophezeit, finde ich am späten Vormittag kaum noch eine Pfandflasche und beende meine Frühschicht. Ja, ich glaube, jetzt ist echt erstmal Schluss. Ich bin jetzt heute Morgen knapp 20.000 Schritte gelaufen, 14,7 Kilometer. Ja, ich mache jetzt ein bisschen Pause, weil ich will auch noch durchhalten. Ich möchte heute noch eine längere Spätschicht machen, also am Nachmittag anfangen und dann bis in die Nacht. Und ich hoffe, dass das Wetter hält. Bevor ich Mittagspause mache, gebe ich noch meine Vormittagsausbeute ab. 2,23 € mehr auf meinem Pfandkonto. Naja. Es ist Nachmittag, 16 Uhr, meine Spätschicht beginnt und ich bin richtig platt. Wetter ist gut, jetzt geht's Richtung Feierabend und ich glaube, jetzt kann ich noch mal richtig was rausholen, also zieh's auch durch. Im Gegensatz zu heute früh ist hier jetzt auch richtig was los, aber... Also aus dieser ganzen Einkaufsstraße nur eine Dose, das ist jetzt, also das ist wirklich eine krasse Enttäuschung. Und fühlt sich auch irgendwie komisch an, hier so an diesem mega München-Touri-Spot und dann jetzt hier irgendwie die Mülleimer zu durchsuchen. Das ist hier schon irgendwie nochmal so Next Level. Ich gehe zurück in den Englischen Garten und da gibt es dann gleich noch ein Next Level. Ich will zum ersten Mal Leute ansprechen. Wie die wohl reagieren? Hallo, wie weit seid ihr denn schon? Habt ihr schon ein paar leere Flaschen für mich? Ja, wir sind dabei. Sie leer zu machen?
Genau. Also lohnt sich später nochmal vorbeizukommen. Ich denke schon, ja. Alles klar. Habt ihr schon ein bisschen Pfand übrig? Schade. Es sieht schlecht aus. Entweder war die Konkurrenz schon da oder die Leute sind noch nicht so weit. Die haben noch gar nicht ausgetrunken. Die fangen gerade erst an. So einfach und schnell geht's dann doch nicht. Aber die Leute waren immerhin freundlich zu mir. Und die Konkurrenz hat mich gar nicht groß beachtet. Ja, viele unterwegs. Und mit dem Fahrrad, das ist natürlich viel besser. Gerade habe ich so einen Profi gesehen, der hatte so einen Greifarm. Der konnte jetzt dann einfach so in die Container greifen und musste da nicht reinkriechen. Also eigentlich total clever. Ja, also ich bin da natürlich jetzt wirklich hier auf Amateurniveau unterwegs. Aber dann wendet sich das Blatt plötzlich. Habt ihr zufällig ein paar leere Flaschen, die ich euch abnehmen soll? Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Geht alles. Jackpot. Vielen herzlichen Dank. Also das Karma wird es euch danken. Das war sehr nett. Und das lag auch nur halb an euch und weil die mich erkannt haben, glaube ich. Ist jetzt hier wieder Ende. Jetzt muss ich halt eigentlich schon wieder abgeben. Ich versuche es jetzt noch mal mit einem Supermarkt in der Nähe, wo ich hinlaufen kann. Und ich hoffe, dass die das da annehmen, weil sonst ist halt echt scheiße. Oh, es ist nicht angenehm. Ich möchte jetzt gerne ankommen. Jetzt habe ich aber auch die Schnauze voll. Toi, toi, toi. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 6,18 Euro. Es wäre auch schlimm gewesen, dieser weite Weg und dann ein Misserfolg. Das wäre krass gewesen. Du schleppst dich kaputt. So, wenn ich jetzt mal in den Himmel schaue, dann würde ich sagen, es sieht arg nach Regen aus. Wenn ich jetzt schnell zurück in den Englischen Garten komme, dann fängt es an zu regnen. Dann hauen alle Leute ab und lassen ihr ganzes Zeug liegen. Dann kann ich natürlich noch mal so richtig absagen. Ach, aber eigentlich bin ich schon fertig. Ja. Ich hoffe, meine Strategie geht auf. Da vorne ist der Kollege, der hat die gleiche Strategie, aber die bessere Ausrüstung. Alles aufgeräumt, das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich im Modus. Ich will ja alles leer machen. Auf dem Streifen hätte ich jetzt vermutet, dass da Leute. Uah. Habt ihr gezählt? Ist nicht mehr weit weg, das Gewitter. Servus, habt ihr zufällig noch ein bisschen Pfand für mich, den ihr loswerden wollt? Vielen Dank, das war's. Naja. Irgendwie kann ich jetzt schon sagen, es hat sich noch mal gelohnt, hier mit dem Gewitter in den Englischen Garten zu gehen, aber diese Tasche ist natürlich wieder so elends schwer und abgeben kann ich die jetzt nicht mehr, weil, Fun Fact, aber leider wahr, die Supermärkte in München schließen um 20 Uhr. Kein Scheiß. So, jetzt gucke ich mal, jetzt kurz vor 8. Das heißt, mit Frühschicht, Spätschicht habe ich jetzt so 10 Stunden zusammen gesammelt. Ein richtiger, langer, krasser Arbeitstag. Und dementsprechend geht es mir jetzt auch. Insgesamt heute 38.256 Schritte. Das sind fast 28 Kilometer, die ich gelaufen bin. Ja, also es ist echt ziemlich irre. 28 Kilometer. Aber das kannst du nicht jeden Tag schaffen. So. Schichtende für mich. Morgen treffe ich Maria wieder und wir machen Kassensturz. Hallo Maria. Schön, dich zu sehen. Was für ein krasser Knochenjob für am Ende dann doch so wenig Geld. Ja, das sehen aber nicht alle so. Für viele ist es kein Job. Und wir selber bezeichnen es nicht als Job. Viele von uns werden verspottet. Deswegen. Es ist nur fast traurig, wie wenig Geld dabei rumkommt, dafür, dass man sich so anstrengen muss. Aber auf der anderen Seite, das ist Geld, das auf der Straße liegt. Ja. Ohne das könnte so mancher Rentner nicht seine Rente aufbessern. Ohne das könnte so mancher nicht ein paar Kleinigkeiten extra kaufen oder ein paar, wie ich, sogar davon leben. Was ich ja wirklich auch ganz beeindruckend finde, dass du, obwohl du es nicht müsstest, obwohl du ja Hartz IV beantragen könntest, dass du das einfach durchziehst. Also richtig krass. Was meinst du, was glaubst du, wenn du es so hörst? Ich war 10 Stunden unterwegs, 28 Kilometer, Wetter war nicht so gut und ich bin ein Anfänger. Was glaubst du mit dieser Tüte inklusive? Was kommt hinterher an? Also wir haben da so einen Spruch, zwischen nix und 20 geht alles. Zwischen nix und 20 geht alles. Ich hoffe, dass du nicht enttäuscht bist am Ende, weil ich habe wirklich alles getan, was ich konnte. Dann schauen wir mal, oder? Ich würde vorschlagen, du wartest einfach hier, ja. Maria.
Dann gehe ich jetzt mal rein, drückt mir die Daumen. So, ich konnte wirklich hier alles abgeben. Jetzt ist aber das Entscheidende, was habe ich insgesamt zusammen? 19 Euro. Wow. Das ist nicht schlecht, oder? Besser wie ein Eurojob. Ja, das ist 1,90 Euro pro Stunde. Ich meine, das ist natürlich unter uns jetzt. Ne? Also unter uns jetzt hier. Für diesen harten, krassen Job, 1,90 Euro pro Stunde, wo du auch noch blöd angeschaut wirst, wo du in Müll rumwühlen musst, das ist richtig krass. Aber ich weiß, dass dir das ja schon ein bisschen was hilft, oder? Jeder Euro. Dann ist das alles natürlich für dich. Danke, Respekt. Jetzt bin ich ein bisschen stolz. Maria, dir alles, alles Gute. Ciao. Also das war jetzt schon ein besonderer Selbstversuch für mich persönlich. Natürlich kann ich immer noch nicht nachempfinden, wie es FlaschensammlerInnen wirklich geht, die das jeden Tag machen müssen. Aber was ich nachempfinden kann, ist, wie anstrengend, wie hart und manchmal eklig es ist, da loszuziehen. Deswegen mein Wunsch an uns alle, lasst uns FlaschensammlerInnen mit Respekt begegnen, lasst uns ihnen die Flaschen geben und ansonsten gehört Pfand neben oder auf den Mülleimer. Wenn ihr häufiger solche Selbstversuche sehen wollt, dann lasst uns doch mal hier ein Abo da. Und wenn ihr wissen wollt, warum es für unser Mehrwegsystem so wichtig ist, Pfandflaschen zurückzubringen, manche Bierflaschen und Bierkästen landen nämlich im Müll, dann schaut mal diese Reportage an. Und hier in der Playlist gibt es alle Songs aus der Puls-Reportage.